Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Far Cry 5. Ja, Jacob sieht gar nicht mehr so gesund aus. Er hat eine Bleivergiftung und chillt erstmal hier eine Runde. Und wir sollen jetzt hier in Jacobs Waffenkeller und erstmal ein paar Geiseln befreien. Ja, wie gesagt, danke für die lieben Kommentare und ich kann gar nicht genug danken. Und wenn ihr Lust habt, mal mit uns zu zocken oder mit Cat zu zocken, ich verlinke euch mal den Discord. Ach du Scheiße, hallo! Den Discord nach unten. Da könnt ihr gern mal reinschauen, mit uns schreiben. Wollt ihr mich verarschen? Mit uns schreiben, spielen, Spaß haben. Gib mal deine Kohle her. Alter. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, hier latsche ich jetzt mal gemütlich den Berg hoch, erzähle etwas, aber nö. Frisst der Teufel fliegen, ja. Kriegt man den hier auf? Nein. Ach, hier rum, okay. Und da ist wieder ein Fahrzeug. Also wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt, schaut bei uns auf dem Discord vorbei. Ist unten verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen, quatschen, zocken, Spaß haben. 1900 Meter. Ah! Fahrzeug voraus. Springen auf Süße. Ja, nicht Uber. Hallo. Spring auf, Baby. Ja, ne? Ich fahre ja auch. Da haben wir wieder Jay ein paar Geiseln von Jacob. Was? Hallo Freunde. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Wieso haben die jetzt... Was ist hier passiert? Wieso ist das in die Luft geflogen? Naja, okay. Steck ab. Hopp. Hey. Schrulle. Komm her. Hast du gerade gesehen? Hat eins Abum gemacht. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja. Vielleicht kommt ja noch mein Bär hier hin. Ich spam mal eben Leben. Vielleicht schafft's der Bär ja noch. Ja, tatsächlich, der Bär schafft es. Hallo? Du sollst dich nicht mit deinem fetten Arsch auf mein Gesicht setzen. Bin am Boden. Helf mir hoch. Ja, das war ein graziler Sprung. Ich habe mir was anderes vorgestellt, aber okay. Dann gehen wir einfach mal querfeld ein. Laufen wir mal eine Runde, genießen die Natur, schießen den anderen, ein oder anderen Hinterwäldler noch in den Kopf. Ach, das ist mein Bär, ich wollte schon sagen. Ja, ich habe mich mal von meinem Pfeil und Bogen, worauf ich gar nicht eingegangen bin in der letzten Folge. Ich habe den Pfeil und Bogen abgelegt und wieder mein Maschinengewehrchen genommen. Aber ich glaube, ich werde mal an den Leuten was ändern. Ja, massig Kohle haben wir auch gekriegt. Jacob Seed ist ja wie gesagt Geschichte. Kriegsgefangene, da will ich hin. Den Bären behalte ich erstmal, aber ich glaube, ich nehme erstmal wieder... Ja, wen nehme ich denn? Ach komm, nehmen wir sie. Sie war mir sympathisch. Und den Bogen habe ich einfach abgelegt. Ich konnte auf Distanz keine Kills ausführen. Oh. Habe ich ihn? Nee, natürlich nicht. Hab ich euch, Arschgeigen!
Ja, schade. Schön wär's gewesen. Wie weit noch? 1,4 Kilometer. Ja, ich mag sie einfach. Sie hält sich sehr bedeckt. Und der Bär ist sehr tanky und zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Ach, da haben wir eine Jägerin. Da kann ich bestimmt meine Muni wieder aufstocken. Komm, laber mal mit mir. Munition. Ja. Da sage ich nicht nein. Und da wir ein bisschen Kohle haben, wollte ich mal was gucken. Weil ich mag ja Militäroutfits. 6000. Wie teuer ist denn nur die Weste? Ach du Scheiße. Ach nee, das sind komplette Outfits. Ich suche nur Oberkörper. Die Maske will ich gern behalten. Wie teuer ist denn das? 2,6. 2,7. Ja, ein Weltuntergang, ja. Ja, das mit dem Seil stört mich ein bisschen. Das sieht mir aus wie Jäger. Wie teuer ist denn das Uniforms-Oberteil? 2,7 auch. Das geht. Speer, Veteran. Das Veteran gefällt mir, das ist ein bisschen dunkler. Und das nehmen wir auch. Da habe ich so mein Traum-Outfit quasi fast komplett. Jetzt gehen wir nochmal auf Waffen, Gegenstände, Waffen. Bam bam bam, nein, nein, Handfeuerwaffen, nein, Gewehre, obwohl so eine Schrot wäre auch nicht schlecht. Weil ich wollte mir für die, nämlich noch größeres Magazin habe ich, wollte ich noch einen Schalldämpfer holen. So. Snipe, die habe ich. Im Besitz? Die kann ich nehmen? Was ist denn der Unterschied? Obwohl, meine ist besser. Deutlich besser. Schon allein die Reichweite. Gegenstände? Habe ich was zu verticken? Ach wohl, Gegenstände. Erste Hilfe, Mehlkoffer, dann die auf jeden Fall. Und nochmal eine kugelsichere. Dank dir. Wir ziehen weiter. Geil. Jetzt habe ich endlich mein Militäroutfit. Worauf ich immer hinaus wollte. Das ist sehr schön. Oh, schöne Natur. Irgendwie ein Vieh hier, was ich erlegen könnte. Nein. Weil ich laufe gerne zwischendurch mal gern durch die Wälder und achte einfach darauf, ob hier irgendwelche Viecher sind. Bären, Hirsche, irgendwas, was man erlegen könnte. Weil ich habe echt festgestellt, das gibt richtig Asche. So. Jetzt sind wir gut ausgerüstet. Ein Kilometer noch. Hm, kein Tier, kein Peggy, nix. Aber ich muss ehrlich sagen, der erste Bosskampf gegen den ersten Bruder, ich glaube, Jacob war der letzte. Joseph hieß, glaube ich, der erste. Ich weiß das gar nicht mehr, ist schon so lange her. Weil das ist jetzt wieder eine neue Aufnahmesession und ich kann ja, wie gesagt, echt nur am Wochenende aufnehmen. Da in der Woche die Arbeit ihren Tribut zollt. Und ja. Da vergisst man das ein oder andere. Ich müsste echt in die Aufnahmen reingucken, wie der Kerl hieß. Ich glaube, Joseph. Und ja, der Kampf, den fand ich echt noch am spannendsten. Ey, ich wollte da hoch. Arschloch. So, musste mal gesagt sein. Schade finde ich es nur, die hätten in das Spiel eine gewisse Zeit noch reinstecken können, weil ich habe hier einige Bugs entdeckt. Und das war... Okay, dass man mal ein die Cutscene abbricht und ein Schwarzbild hat oder dass man mal eben, wer sich an die Folge erinnern kann, allein im Bunker da... Ah, war zum Plündern. Schön, schön, schön. Was? Hä? Das sind ja nur 700 Meter. Wer sich an die Folge allein im Bunker erinnert, da... Wo ich allein durch den Bunker geirrt bin, wo die Cutscene auf einmal abbrach und dann hing ich da alleine. Da habe ich auch erstmal blöd geguckt. Ich dachte, toll, ja, schön. Bin ich jetzt hier alleine und kann nichts machen.
Und da musste ich erstmal das komplette Spiel neu starten, also an den letzten Checkpoint, und dann ging es kurioserweise wieder weiter. Also wie gesagt, ein, zwei Monate Entwicklung hätten noch reingesteckt werden können, aber ansonsten feiere ich das Spiel absolut. Gibt's nichts zu meckern, großartig. Ein Auto? Da hinten stehen, glaube ich, welche, oder? Ich sehe jetzt keinen. Und da unten nehme ich mal an. Hallo. Jupp, den habe ich. Mal gucken, was hier drin ist. Gib mal her, was hast du? Ey, bleib stehen! Bleibst du? Wir haben aber auch noch ein paar Missionen, da müsste ich noch ein paar Fahrzeuge in die Luft jagen und Geiseln müsste ich auch noch retten. Interagieren. Was haben wir denn hier? Ey, ich will nicht auf. Alter, ich will nicht da hochklettern. Was haben wir denn hier? Wieso kann ich das nicht nehmen? Ist das dasselbe, was ich hier habe? Keine Ahnung. Naja. Immerhin einen LKW aus dem Verkehr geschaltet, wollte ich schon sagen. Da liegt er und hält sein Nickerchen. Sehr ungesunde Haltung. Gibt bestimmt Schulterschmerzen. So. Guten Abend, Kamerad. So. Kein Gegner. Diese Waffenkammer ist eine verdammte Festung, in der es vor Peggys nur so wimmelt. Jacobs Schlüssel bringt dich da rein, aber das ist noch der leichte Teil. Die werden auf dich vorbereitet sein. Eli hatte irgendwelche Pläne von diesem Ort. Ich versuche mal rauszufinden, wo sie Pratt gefangen halten. In der Zwischenzeit ist Vorsicht angesagt, Deputy. Okay. Okay, Stellung 69. Entschuldigung, ist mir rausgerutscht. Was haben wir denn hier? Ich bin ja neugierig. Ja, nicht schwimmen. War ich gestern schon. Übrigens, war ich gestern mit Bloody Cat in Holland schwimmen. In Aquamundo kann ich aller Herzens nur empfehlen. Ne, ist so. Kann ich aller Herzen so empfehlen, nur leider habe ich mir da irgendwie an dieser Wildwasserrutsche, die übrigens sehr geil ist, die Schulter geprellt. Die Strömung hat mich auch teilweise etwas runtergedrückt, aber sonst richtig geil. Okay. Außer ich habe sie einmal geärgert, dann hat sie mich da runtergeworfen, in die Rutsche geworfen. War auch sehr schön. Aber wie gesagt, Aquamundo kann ich nur aller Herzens empfehlen. Super, super schön, macht riesig viel Spaß, aber es ist halt kein. Was? Ich wollte schon sagen. Ist kein Schwimmbad, wo man jetzt eigentlich seine Bahn ziehen kann. Aber ist ein Riesenspaßbad. Und echt was für Groß und Klein, für alle was dabei. Hallo. Da oben steht schon mal einer. Gute Nacht. Der hat jetzt ein bisschen Magenschmerzen. Nierenschuss. Oh. Der Scharfschütze, hier bin ich. Ah, da ist er. Der hat jetzt ein bisschen Kopfschmerzen. Da muss auch noch einer sein. Hm.
ist denn hier nur einer? Ey, ich will da hoch, ich will da hoch! Oh oh. Nö, ich bin nicht da. I'm not here. Ah. Gute Nacht. Ja, den hatte ich ja schon. Der Hubschrauber vielleicht? Hab ich ihn? Was? Ach nö! Na dann. Oh. Au. Was haben wir denn hier? Kann ich nicht mitnehmen. Schade. Ah, hier ist der Bunker. Und der nächste Bunker. Ja. Ich habe den Bunker doch betreten. Ah ne, da muss ich durch. Okay. Auch ein Medikit habe ich aber voll. Ah, das Reinkommen wäre schon mal leicht. Okay. Gute Nacht, Junge. Gute Nacht. Das war falsch. Ah, eine Pistole. Aber plündern tue ich euch mal. Ach, so ein Panzerarsch. Du, ich hab da was in dem Falle für dich. Guck mal. Ach, jetzt haut er schon ab. Ist das denn so schön? Hallo. Komm doch nicht so um die Ecke geschissen. Kam der einfach so um die Ecke geschissen? Ich fass es nicht. Plündern voll, plündern. Plündern. Only you. You are dead. Was ist das denn für eine Haltung? Moment. Eierfreistoß. Eierfreistoß. Ah, ist das herrlich. Sehr schön. Ein bisschen Spaß muss ja mal sein. Haben wir hier noch was? Ah, der schläft mit einer Revolver unterm Kopfkissen. Sehr schön. Ah, die Kamera von außen. Ah, scheinen die Korien zu sein. Ah, da ist niemand. Keiner mehr hier? Ah, hier ist er. Also sehr groß bewacht scheint der Bunker ja nicht zu sein. Irgendwie niederschmetternd. Verriegelung
Was für eine Verriegelung. Ach, da gehen wir in meine Keller. Hallo. Oh, hörst du auf, wie so Schlangen, du Muschi. Hey, du Muschi-Klaus. Lass das. Alter. Verreck. Das Bleivergiftung jetzt, so. Gib mal her dein Kram. MP-Munition. 10 Dollar. Hast du nicht mehr? Hier war noch ein Fass, hätte ich drauf schießen können. Okay. Plündern voll. Haben wir schon mal gar nichts. Hier hängen stehen wieder Drogen rum. Okay. Das sieht ja auch interessant. Alles klar. Sieht ja schon mal sehr interessant aus. Keiner mehr da? Hallo? War das echt nur jetzt einer? Ah. Ein Arschloch. Den hatten wir schon. Hallo. Da hinten ist auch noch einer. Plündern. So einer. So. War für ein bisschen Ruhe hier sorgen. Was? Hier ist schon mal keiner. Nein. Sehr schön. Ich höre euch. Aber sehe euch nicht. Wo seid ihr? Zeig doch mal dein Köpfchen. Leute, ich kann mich doch nicht hier die ganze Zeit zwischen... Oh. Bunker rennen lassen. Nein, ich will meine Waffe. Die Billigwaffen von dem will ich nicht. Ja, die sind ja wunderbar vorbereitet. Lecker. Tierpräparator oder was? Interagieren. Hey, Junge. Rookie. Bist du echt? Nö, ich bin eine Droge. Ich bin eine Illusion. Ja, lass deine Wut freien Lauf. Mach kaputt. Ja, lass es raus. Ja, bist wenigstens schon mal bewaffnet. Sie macht mich stark. Und jetzt sind sie schwach. Und die Schwachen werden gekeult. Ja, Anführer ist ja da. Ja, der Junge ist ein bisschen wahnsinnig geworden, würde ich sagen. Hat jetzt die Zeitbombe hier quasi aktiviert? Oder was ist das jetzt?
Bielefeld sind ehrliche Leute, keine Frage. Läuft bei dir, Junge. Läuft bei dir. Entkommen aus der Jacobs Waffenkammer. Ja, hier wird es ein bisschen feuchtfröhlich. Aber ich würde erstmal sagen, hier mache ich erstmal einen kleinen. Aua. Hier mache ich erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaut doch mal bei Discord vorbei. Da können wir zocken, quatschen, schreiben, whatever. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.